Jan möchte ein Auto haben, was nicht so jeder hat. Könnte schon die perfekte Folie sein. Ne? Was sagst du zum Auto? Ist es gut geworden? Ich finde es sehr, sehr geil. So Leute, wir sind auf dem Weg zu Foliencenter NRW und ich bin auf jeden Fall richtig gehypt, die Farbe auszusuchen, weil wir wissen schon, es sollte so schwarz-lila werden, weil Fabian Lila einfach mega geil findet. Ja. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, welcher lila Ton es wird. Ich bin auf jeden Fall richtig gehypt, gleich dahin zu gehen. Da müsste auch der liebe Christian dabei sein. Fabian, meinst du denn, schwarz-lila ist die richtige Entscheidung? Ja, ich glaube, das wird so krass. Ich hoffe, wir stellen da was richtig Geiles auf die Beine. Ich bin voll gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Also, da werden noch ein paar Kleinigkeiten dazukommen, aber ich denke, das mit der Folie wird schon so die Krönung sein. Ja, auf jeden Fall. Wir sind nämlich in 5 Minuten da, deswegen würde ich sagen, quatschen wir gar nicht mehr so viel und bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt angekommen und wir können das ganze Auto ja nochmal so zeigen. Das einzige Problem, was wir noch haben, ist, dass wir auf jeden Fall vorher zum Kulka gehen müssen und diesen Schaden hier reparieren müssen, weil ich denke, dass mit der Folie einfach nicht funktionieren wird. Das wird einfach kaputt gehen. Genau, komm, lass uns einfach mal reingehen. Okay, hier stehen auch schon mal richtig geile Autos, auch alle foliert, schöne G-Klassen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein hier. Auf jeden Fall, wenn man hier reinkommt, kann man sich hier schon mal ein paar Farben aussuchen. So richtig krasse Special-Farben einfach. Also ich denke, Fabienne, ich bin mir sicher, hier finden wir die richtige Farbe für dich. Ja, das glaube ich auch. Süß. Du Kleines. So, wir müssen noch einen kleinen Moment warten, aber dafür haben wir Kaffee bekommen. Also geht das schon mal ganz klar. Ah, da ist er ja, ach, perfekt. Hallihallo. Hi. Hi. Christian, alles gut bei dir? Ja, klar. Ja, selbst. Super. Auch alles perfekt. Schön, dass du hier bist. Was kann ich für dich tun? Die Fabienne möchte ein Auto haben, was nicht so jeder hat, in einen lila Ton. Ich zeig dir mal verschiedene lila Töne, was wir so haben. Habt ihr denn was Spezielles gedacht, was Helles, was Dunkles? Wir haben uns einfach nur gedacht, so ein helles Lila wäre cool. Und das soll kombiniert werden mit Schwarz. Da habe ich vielleicht was ganz Neues für euch. Und zwar von PWF Exklusivline. Eine Limited Edition ist das. Ja. Davon gibt es aber weltweit nur 60 Rollen. Okay, das heißt, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja. Ne? Guck mal, da gibt es ganz neu diese 3 Sonderfarben. Und da ist auch ein Violettton bei. Das Schöne ist halt, dass es limitiert ist, also es werden nicht so viele Fahrzeuge damit rumfahren. Ne? Mhm. Ja, ist ein bisschen exklusiver. Ja. Ja, und dazu gibt es noch ein paar andere Gimmicks, wenn du dich dafür entscheidest, sage ich dir die nachher. Oder? Guck mal, ich habe hier auch Beispiele, wie die Autos foliert aussehen in den Farben. Ja. Ist auch ganz neu, das Buch kam tatsächlich erst diese Woche an. Hier hast du die Edition-Farben. Hier ist es auf dem A3 Limousine mal gezeigt. Okay, nice. Und das hat hier so einen richtigen Schimmer. Genau, das hat halt so einen Effekt. Mhm. Aber Fabian, ich glaube, ich würde schon sagen, das ist eigentlich eine der geilsten Farben für Lila. Ja. Du wolltest ja sowieso so ein bisschen Schimmer mit drin haben. Ja. Ich denke, das könnte schon die perfekte Folie sein. Ne? Ja. Ist von der Oberfläche halt richtig schön. Ne? Also hat einen sehr hohen Glanzheitsgrad, kommt sehr nah an Lack dran. Mhm. Du hast viel weniger Orangenhaut wie bei Mitbewerbern, sag ich mal. Ja. Ja. Auch von der Qualität her einer der besten Folien. Dann. Absolut Premium. Okay. Ja, ist halt ein bisschen anders als Standard. Okay, krass. Und diese Folie gibt es nur 100 Mal, oder? Ja, 60 Mal. 60 Mal? Also es gibt 60 Rollen, die in der Regel für 60 Fahrzeuge reichen. Ach, krass. Und das wird dann halt nie wieder danach hergestellt? Genau. Das ist natürlich... Klar, Ersatzmaterial gibt es genug. Also der Hersteller hält immer was hin zurück, falls du mal einen Unfall hast oder sowas. Mhm. Ne? Mhm. Das ist aber auch der Vorteil, weil die sind alle in der gleichen Charge produziert. Mhm. Das heißt, du hast, wenn wir, sagen wir mal, jetzt im halben Jahr eine Tür neu kleben müssen, keinen Farbunterschied. Okay, das ist nice. Das Gimmick noch dabei gibt, in der Limited Edition. Warte mal, ich hole mal so ein Beispiel. Das heißt, zu jeder Limited Edition gibt es auch so ein Pokal bei, wo auch dann dabei steht, wie in dem Fall jetzt die Nummer 49 von 60. Ach, krass. Die Nummern kannst du dir frei aussuchen, soweit sie verfügbar ist. Also die 1 wirst du nie erreichen, die ist am ersten Tag natürlich weg. Mhm. Aber wir können gucken, welche Nummer ist frei und ordern die dann für euch. Vielleicht hast du ja irgendwie eine Lieblingszahl, ein Geburtsdatum oder... Ja, dann würde ich, glaube ich, mal abchecken. Fabian, die Nummer 28 wäre cool, oder? Ja. Aber das ist natürlich dann halt schon echt High Quality dann mit der Folie, ne? Ja. Und wieder was Besonderes, was kein anderer hat. Leute, jetzt haben wir so viel über die Folie erzählt. Jetzt will ich aber auch mal sehen, wie das Ganze da gemacht wird. Deswegen nehmen wir euch jetzt mal mit. Hi. Hi, Paul. Ich nehme euch gerne mal mit, zeige euch mal unsere Halle. Ja, also, hier haben wir eine Steinschlagschutzfolie auf der G-Klasse. Mhm. Die G-Klasse ist glänzend, schwarz glänzend, Uni. Wird jetzt mit der XP-Folie in matt verklebt, also eine durchsichtige Folie in matt. Wenn man den Wagen dann mal verkauft, hat man natürlich auch eine Wertsteigerung, weil gerade wenn er neu ist und das Auto hat ein paar Kilometer gelaufen, dann ist ganz klar, dass der Lack
drunter nicht beschädigt ist. Mhm. Und man kann es wie ein Neufahrzeug, sage ich jetzt mal, abgeben, wie bei Neuauslieferung. Ne? Ja, sehr geil. Okay, nice. Ich sehe auf jeden Fall, ihr macht hier auch so geplottete Autos, ne? Genau, also wir machen auch natürlich, sage ich jetzt mal, Plotdateien legen wir an oder werden uns natürlich zugesendet. Ja. Ich sehe, dass ihr nicht nur kleine Autos macht, sondern auch hier ganze Transporter. Genau, also wir machen auch große Fahrzeuge, Wohnmobil, Boote, ne? Also wir machen Boote alles. Boote macht ihr auch? Krass, Boote machen wir auch. Ja. Wir haben tatsächlich sogar schon mal einen Helikopter foliert. Ja, oh, heftig. Die Seite wird gerade foliert, ne? Und die Seite ist schon foliert. Ja, also natürlich noch nicht ganz, ist noch in der Bearbeitung. Ja, ne? Hier in so einem schönen Grau, so ein bisschen, ist auch so ein bisschen Glitzer mit drin, ne? Genau, also da ist Metallic mit drin, ne? Die Folie gibt es auch als matte Folie, ne? ist eine originale AMG-Farbe, sage ich jetzt mal. Ja, okay, ja. Und genau, also man sieht mal, kommt mal gerne mit, ne? Das ist hier dieser Tesla Model S Plate hier mit über 1000 PS, also ist schon echt krass, was da mittlerweile möglich ist bei Elektrofahrzeugen. Ne? Hier foliert der Kollege gerade mal den Schweller, ne? Wir machen das gerade auch bei weißen Autos, so dass wir die Türen, dass wir den Schweller einzeln machen, damit wir weiter hier in die Kante reinkommen, damit der Kunde, wenn die Tür zu ist, ja, nicht mehr sieht, dass das Auto weiß war. Ja, okay. Genau. Mhm. So, und hier sieht man mal, hier ist keine Naht. Dieses Seitenteil ist noch nicht fertig, ja. Aber hier ist keine Naht, das ist einteilig foliert. Genau, wir föhnen das alles auf 90 Grad mindestens nach, sodass es wirklich hält. Gehen zwei, drei Mal drüber, ne? Und das wirklich an verschiedenen Tagen, sodass du am Ende der Woche, ja, also meistens in der Auto fünf Tage bei uns, dass du am Ende der Woche wirklich glücklich da stehst, dass nichts hochkommt oder sonstiges. Ne? Wir sind jetzt bei Kulka Customs angekommen und jetzt gleich müssen wir David auf jeden Fall mal Bescheid geben, was hier für ein Problem ist. Wir haben hier schon mal alles hingeschoben und jetzt gleich müssen wir ihm erzählen, dass das Ding hier kaputt ist. Hi David, cool, dass es geklappt hat. So eine Nachtschicht für uns machst hier. Ja. So, wir haben ein kleines Problem bei dem Auto, nämlich das ganze Ding hier wird foliert. Ja. Wir haben hier an der Seite so ein ganz klitzekleines Problem, wo du uns helfen müsstest. Dann werden wir das wohl fixen müssen. Ne? Wir bauen das erstmal auseinander, ne, Maurice. Perfekt, machen wir so. Schnapp dir mal einen Schlüssel. Leute, ich helfe natürlich auch mit. Ich bin ja schon ein kleiner Profi hier. Oder ich würde sagen, erfolgreich. Das erste Mal selber an dem Smart geschraubt. Dann. So, Leute, das Heck ist drin. Jetzt nur noch die letzten Schrauben hier wieder rein. Da kümmere ich mich drum. Ja, ist jetzt halt schwarz geworden, ne? Aber wird ja nachher eh foliert. Das heißt, kein Problem. So, Leute, das ganze Dach wurde jetzt abgeschliffen und grundiert. Danke nochmal an WKL Performance für diese geile Leistung. Jetzt können wir das Auto endlich folieren. Eine Woche ist rum. Wir sind, glaube ich, noch gespannter als vorher gewesen. Gleich dürfen wir runtergehen in 10 Minuten. Ich muss auch sagen, von allen drei Farben finde ich die aber auch mit am geilsten. Ne? Sieht es bei dir aus? Ja, finde ich auch. Die sieht schon richtig krass aus. Ich bin so gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Ich glaube, ich erkenne mein Auto gar nicht mehr wieder. Aber die Cappy ziehst du auch an, ne? Ja, natürlich. So, da kommt der Paul schon. Hi. Na, alles gut? Ja, bei dir? Sollen wir mal runtergehen zu deinem Auto? Gerne. Dann kommt mir nach. Also nach einer Woche sind wir noch gespannter als vorher. Wir haben einmal das ganze Auto zerlegt für dich natürlich. Sehr schön. Genau. Ich habe jetzt mal was vorbereitet für uns, ja, dass wir zusammen die Haube machen können. Dass ich selber ein bisschen folieren kann. Genau, dass du selber mal ein bisschen an deinem eigenen Auto arbeiten kannst. Ja, dass nicht nur wir das machen. Ja. Genau, wir entfetten natürlich vorher die ganzen Kanten, Ecken und die ganze Oberfläche, genau. Dass es alles clean ist. Und dann gehen wir nochmal mit der Lacknähte, dann nochmal mit einem Entfetter und dann geht es sozusagen los. Ja, Naturtalent. Ah, sieht schon besser aus. Und dann mach einfach was. Hey, ich glaube, sieht gar nicht so schlecht aus. Ist auf jeden Fall was anderes als am Motorrad, irgendwie ein Dekor. Genau, ein bisschen was anderes ist, aber wie du siehst, hast du deine halbe Haube selbst verliert. Ja, krass. Na? Jetzt das Ganze nochmal heiß machen oder wie wird das? Genau, jetzt wird das Ganze, jetzt mache ich die Haube sozusagen zu, schneide der Kante, sag ich jetzt mal, entlang und leg die ganzen Sachen um. Ja. Und dann ist die Haube eigentlich schon fertig. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, machst du das. Ich mache das ganze Auto schon mal fertig in der Zeit. Ne? Genau, mach das schon mal. Ja. Und Arbeitssachen kriegst du gleich von mir. Perfekt. Ja, danke dir. Vernünftig aus alles.
Genau, ne? Also das ist das Wichtigste, dass alles schön aussieht. Mhm. Aber jetzt hast du auch genug gesehen. Ja? Okay. Lass mich mal hier 3 Tage machen und dann ist das Auto fertig, dann kannst du es abholen und dann sehen deine Zuschauer auch mehr. Okay, Leute, jetzt haben wir schon eine Woche gewartet und jetzt bin ich einfach mega gehypt. Nachdem ich die Folie gesehen habe, denke ich, wird das ein richtig, richtig geiles Auto. So, Leute, ein paar Tage sind vergangen, für euch ein paar Sekunden. Wir sind übergehypt, wie das Auto jetzt aussieht. Deswegen, wir haben schon mit Paul geschrieben, wir können jetzt runtergehen. Das Auto ist fertig. Also komm, ich würde sagen, gar nicht so lange schnacken, wir gehen einfach rein, kommt mit. So, mal schauen, ob der Paul direkt da ist. Hi, ne? Hi, alles klar bei dir? Danke dir. So, wir sind hyped. Sollen wir mal gucken gehen, was wir da so gemacht haben? Ihr wollt ja so ein geiles Gelb haben. Gelb? Gelb? War das hat mir nicht grün gesagt? Grün? Ich weiß gar nicht. Sollen wir mal gucken gehen? Wir schauen mal lieber, was da ist. Komm, wir gucken mal. Nicht, dass wir uns jetzt hier mitverstanden haben oder so. Also ich hatte Gelb im Kopf. Ich weiß nicht, was du da irgendwie so ausgemacht hast. Aber ich habe auch eine Sehschwäche, also dann, ne? Ich fand Gelb eigentlich ganz gut. Außer du findest da jetzt was anderes gut. Okay, nice. Direkt eingepackt, das Auto. Ja, wir haben das mal ein bisschen versteckt hier. Und was sagst du zum Auto? Ist es gut geworden? Ich finde es sehr, sehr geil. Also auffallend auf jeden Fall. Ja. Ein Hingucker, das definitiv. Und ich würde sagen, ich zeig dir das. Schätze hier mal. Der Pulli, den sie gerade anhat. Ja. Der hat eine gute Farbe. Der passt dazu. Passt. Ich weiß nicht. Ja. Alter. Ob das Gelb jetzt so wirkt. Ich habe auch eine leichte Sehschwäche. Ja, ist nicht ganz gelb, aber... ist besser als gelb, oder? Also das sieht schon sehr, sehr heftig aus. Ah, hier hinten noch mit dem Lift drauf, ne? Ja, wir haben hier ein bisschen Werbung drauf gemacht für euch. Ja, geil. Dass man das noch mal ein bisschen sieht. Ich finde es optimal geworden, ne? Mit diesem schwarzen Akzent. Du hast uns ja ein bisschen Freiheit gegeben. Ja. Und wir haben das Beste daraus gemacht, finde ich. Und boah, wunderschön wenn du, geworden, wenn du jetzt mal so siehst, ne, das Lila, das passt optimal. Ne? Ist ja so ein Lila-Flieder-Ton. Ne? Ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Auch die schwarzen Felgen passen optimal dazu. Also viel, viel besser als die silbernen davor. Ja. Das halt mal so mit der Kamera ein bisschen so dieses Perleffekt. Ja, boah, ich finde, das macht halt Effekt ist auf jeden Fall das Auto wirklich richtig perfekt, da. Ne? Ja. Gerade auch nachts oder sonstiges, das Auto fällt auf jeden Fall auf. Egal, wo ihr seid. Das Auto wird gesehen. Was sagt ihr? Findet ihr gut? Das Auto sieht mega aus. Also vorher, nachher kannst du gar nicht mehr vergleichen. Kein bisschen. Nee, ne? Ja. Also was man mit Folie alles so machen kann, ist, finde ich, immer unglaublich. Auch die Oberfläche von der PVF-Folie ist auf jeden Fall immer ein Hingucker. Ihr habt eine Sonderfarbe. Ne? Ich muss euch gleich noch was dazu geben. Muss sagen, ihr kriegt da ein kleines Geschenk von PVF sozusagen für euch. Ja, aber ich bin jetzt mal gespannt. Lasst uns das ganze Auto doch mal rausfahren. Ich bin mal gespannt, wollte wie das ich auch sagen. Ja, ne? Also hätte ich auch vorgeschlagen, das mal am Tageslicht zu sehen. Ja, let's go, lass das Auto raus. So, genau das, was ich mir gedacht habe. Wenn du draußen bist, hast du wieder einen ganz anderen Farbton, finde ich. Ne? Finde ich auch. Also der Kontrast zwischen Schwarz und dem Lila finde ich extrem gut. Auch bei der Helligkeit am meisten. Ja. Die Farbe finde ich persönlich in der Dunkelheit am besten, wegen der Metallic da drin. Kann ich mir wenn vorstellen. Wenn man da optimales Licht hat. Ich finde es aber super geworden. Also man hat es in der Halle bei optimalem Licht schon gut gesehen, aber draußen ist nochmal was ganz anderes, finde ich. So, Paul, jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten. Ja. Nämlich, gefällt es auch der Fabienne? Ich hoffe. Fragen wir die doch mal. Ich finde es richtig geil. Ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Ich bin so ein bisschen sprachlos, weil vorher dieses Leberwurst-Silber, das hat mir ja gar nicht gefallen, schon seitdem ich das Auto habe. Und ich weiß gar nicht, was ich so viel dazu sagen soll. Ich finde es einfach richtig, richtig nice. Also ich bin mehr als zufrieden mit dem ganzen Auto, mit den ganzen Details, mit den Farben, auch wie das mit dem Schwarz und dem Lila so zusammenpasst. Also Ich find's einfach nur richtig, richtig schön. So, Paul, ich glaube, ich würde sagen, das ist ein gelungenes Geschenk an die Fabienne. Die hat auch den passenden Hoodie an, ne? Auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also, ich würde sagen, wir beide sind zufrieden. Ist ein Meisterwerk geworden. Ich glaube, das siehst du auch so, ne? Ja, freut mich auf jeden Fall, dass es euch gefällt. Das ist das Wichtigste. Wir sind zufrieden mit unserer Arbeit. Ich hoffe, ihr seid's auch. Auf jeden Fall. Wir sehen uns ja dann noch bei der Nachkontrolle. Genau. Wir müssen noch mal alles nachkontrollieren, ob es euch gefällt, ob ihr zufrieden seid. Und ob unsere Qualität wirklich so stimmt, wie wir sagen. Also ob wir in 2 Wochen noch grinsen, meinst du? Richtig, ja. Genau. Und das hoffe ich, dass ihr weit über 2 Wochen grinst. Ja. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, einfach in 2 Wochen wieder.
Perfekt. Aber erstmal vielen, vielen Dank. Ne? Gerne. Richtig cooles Projekt von dir. Das freut mich. So Leute, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Foliencenter NRW für diesen geilen Umbau. Also ich glaube, perfekter hätte man das Auto nicht machen können. Vielen, vielen Dank an den Paul und an den Christian. Also mega cooles Projekt, hat super gut geklappt. Ich bin auf jeden Fall begeistert von der Qualität. Ich finde, es fühlt sich mega geil an. So, ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Liebe da lasst bei Foliencenter NRW. Egal bei Instagram oder YouTube, schaut gerne mal vorbei. Wie gesagt, Qualität passt. Ich bin sehr überzeugt davon. Hi, ich habe hier noch was für euch. Ach noch? Ah ja, stimmt, da war ja was. Geschenk. Ja. Geil. Die kriegt man nur, wenn man die Farbe kriegt. Wir wollten die auch so ergattern, aber kriegen wir nicht. Oh. Genau, und dann kriegt man was, was man wirklich nur bei einer speziellen Folie bekommt. Mhm. Das übergebe ich dir mal. Ihr seid ja Nummer 28, also ja. Ihr habt die 28. Rolle von der Marke oder von der Folie. Geil. Und das kriegt ihr dann nochmal und könnt ihr euch ins Zimmer stellen oder wie auch immer. Ja. Ey, das ist richtig geil. Manchmal kriegt man ja so günstige Sachen dazu, ne? Ja. Aber das hier ist schon... Ich finde, das ist mal was, was man wirklich auch hinstellen kann und nicht so ein typisches, ja, was man halt einfach mal kurz in die Ecke schmeißt und ja, ist unwichtig, sondern das sieht nach was aus. Mhm. Auch wie das hier eingraviert ist, also eingelasert ist, ne? Ich finde das eigentlich ganz gut gemacht und finde ich eine coole Geste vom PWF. Auf jeden Fall, finde ich mega cool. Ich könnte euch keinen besseren empfehlen, wo man sich so gut als Kunde aufgehoben fühlt und nachher so ein gutes Ergebnis kriegt. Also ist schon alles sehr perfekt hier, würde ich sagen.